Entweder Brat- oder Grillhühnchen. Brathähnchen. Ja, Brathähnchen, weil gegrillt, das wird über Feuer geheizt, nicht beim Feuer. Nicht beim Feuer selbst. Brathähnchen mit Pommes. Sagst du, läuft der aber, er muss vorbei, das ist dick. Ja, falsch, sauber. Vergessen, dass ich das als Hauptzauber gespielt habe. Ah, ja. Liste. Hey, da sind wir auf der anderen Seite. Der Felsen. Der Cutscene kam in den Singletag ist auch ein Cutscene, wo er gezeigt wird. Hoffentlich ist das der Bruder. Aber wahrscheinlich nicht. Mal schauen. Sicherlich der eine Typ, in den es Heck gesprochen hat. Okay. Zu Hause da mögen echt niemanden. Jetzt ausgehalten, seid ihr. Seid ihr mögen echt niemanden hier. Sogar ein toter Hasati beim ersten Saurasker-Camp gefunden. Scheint sich wohl auch nicht zu mögen. Okay. Eine Liebe gibt es in diesem Land. Dabei waren beide ja Sklaven, ne? Der Nutria. Oje. Bombe. Eine Atombombe. Oh. Die haben es auch nicht überlebt hier. Was sammelt der direkt das Geld ein? Was auch zurückkommen ist. Nee, nee. Hey, das Geld, du teilst uns das Geld. So was, wenn ich dir wieder Rüstung kaufe. Zwar kann ich dir eine Rüstung kaufen, falls meine gibt. Nee, gibt es nicht. Oh. Nur Naturzauber, alle. Das ist ja ruhig. Sicher. Das ist ein. Oh, ist wieder ein Riesenskorpion. Wieder ein Riesenstecher. Riesenstecher! Aber auch nur, weil er Sachen komplizieren muss. Oder so. Komplizieren muss. Nicht für euch verkomplizieren. Natürlich habe ich einen Sack mit dem Gold. Ah, Fischen wieder Fische. Die einäugigen Fischleins. Ja, Bergwurf tritt ins Auge. Ja. So. Auge. Ist das nicht hier die andere Seite? Ist der Kerl abgehauen? Nein. Wir müssen weiter. Ah, das sind ein paar Töpfe. Oh, wieder Maschinen. Ist Draco. Jetzt sind wir die Ruinen. Ah, wir sind. Falsch da was gewesen. Der Pisepsep. Also ist das hier der richtige Weg? Ja, scheint. Scheint so zu sein.
Weißt du, woran mich diese Mauer erinnert? Diese leicht schiefe Mauern. An die Kurschog, wie man heißen, Stadt aus Tief 3. Das ist auch mal eine Stelle mit so einem schrägen Wand. Was hat man von denen nochmal gestohlen? Eine Krone? Bei dem Kurschog? Ja. Ja. Krone und dann. Okay. Und die Siegel für das Buch. Buch der Schande, wie man heißt. Schande, Schande, Schande. Das hab ich gerade gesagt. Ja genau, Compendium der Schande. So ist das Ding. Muss ich erstmal Siegel finden. Haben wir was von der Krone herausgefunden, die man später klauen musste. Hier gab es so eine schräge Wand dort. Und diese hier erinnert mich daran. Genau, es war kurz bevor wir diesen großen Edelsteinhaufen klauen musste, als neben, also optionales Loot. Oh, Skorpion-Roboter. Halt das Skorpion. Schöne Fackel hier. Wo siehst du schon wieder Skorpion-Roboter? Gerade aus, Alter. Skorpion-Roboter. Taschengeld. Sollten die letzte plündern. Währenddessen kann ich ja lesen. Algers Notizen über die Ruine lesen. Aus diesen Skizzen geht eine Beschreibung der Forschungen von Algar hervor. Dem Team ist es gelungen, die Geschichte der Ruinen und der eigenartigen Waldmalereien in ihrem Inneren zu rekonstruieren. Allen Anschein nach zeigen die Malereien ein gewaltiges mechanisches Gerät, das einer Uhr ähnelt. Es gibt Seiten über Seiten voller Spekulationen darüber, was diese Uhr tatsächlich ist und wozu sie dient. Aber das Geheimnis scheint nicht gelüftet worden zu sein. Gegen Ende ist mehr davon die Rede, wie sehr Alger es hasst, für den alten Öhren arbeiten zu müssen. Wahrscheinlich Therg ist damit gemeint. Er beschreibt auch einige der wenigen schönen Zwischenfälle, die sich damals ereigneten. Zum Beispiel, dass der Bruder der Schwester irgendwie weg ist. Oh, Bruder der Schwester, wo bist du? Werde ich jetzt so immer so nennen. Oh, ich bin zurück. Wurde gerade gestört. Okay. Wie heißt der Bruder der Schwester überhaupt? Alger Mankwa, das war das doch! Wahrscheinlich, die wir gesehen haben. Alger Mankwa, ja. Bruder der Schwester! Okay, hier ist ein Basilikum ohne Teleporter. Ja, Draco. Irgendwas wurde wohl abgestellt. Vielleicht ist doch das eine, was sie da kaputt war. Oh ne, das ist nicht. Ne, geht ja nicht. Das ist einfach quadratisch. Das hier war ja rund. Ja, ist bestimmt irgendwo verloren gegangen. Ja, unterwegs verloren gegangen beim Teleportieren. Ja, oder nicht die hören, was du vorgelesen hast, weil ich gestört wurde. Ja, kannst du wieder machen? Nein. Musst du wohl die Folge gucken. Oh. Auf jeden Fall war von der Uhr die Rede. Ja. Geht aus, ist mir wieder als geschüttet. Ein Amulett. Oh, ein brauner auch noch. Braunes Amulett. Was macht das denn? Nicht nur das in den beiden Kisten. Der Falle war in der Truhe ist nichts drin. Amulett. Nahkampfschaden 10% gesenkt. Zieht 3 Fernkampffähigkeitspunkte ab. Was? Nein, danke. Fische sterben. Fische, ihr habt bestimmt das Gold geklaut, was in Truhen war.
Ja, das sind Kissen, die haben das Kissen gebackt. Kissen? Nein, Fässer. Jetzt sagst du es auch schon, Kisten dazu. Ja. Bei Rapids eingesammelt. Mann, und schon so viel in. Hier ist es doch, das Geld. Hab's gefunden. Prügelbogen. Lieb's hier nicht. Check mich, vorne ist doch das Geld. Ich sehe kein Geld. Unten, wo das Wasser ist. Bei mir ist Geld. Obwohl, wenn du es nicht möchtest. Ja, krieg ich auch so viel. Du wirst den Ruhm meines Zornes nicht mehr erleben. Meine Diener werden dich vernichten. Und die Utreer gehen an ihre eigenen Technik zugrunde. Was sind das für Typen? Shit-Jumper-Schergen. Oh nein. Oh nein. Der macht einen Uhrenstock. Der hat da noch eigenen Lakaien. Oh je. Noch mehr Shadowchamber-Schergen. Die hüpfen auch noch. Um ihm seine Ehren zu machen. Ja. Was für Schleimer. Kängurus hüpfen auch. Das heißt, sind die auch mit dem Shadowjumper im Bunde? Wer? Kängurus. Ach so. Nee, jetzt sind Hasen und Kaninchen hüpfen auch. Weil sie so anatomisch gebaut sind. Oh. Das sind Gätzchen. Das geht auch gerade aus weiter. Ich bin mir sicher, wo es lang ging. Hat auch nicht. Ablenkung. Oh, schau mal, wie schlau die sind. Gehen auf die Illusion los. Ich glaube, ging es weiter. Genau, ging es weiter. Ich erinnere mich noch an die Ruinen, die da rumstehen. Oh, hier hinten ist eh alles verschüttet. Yep. Fehlen noch die Lava, dann wäre so ich die Lost City aus dem 5 Gold. Und die Barracks! Ja, yeah, die fehlen vor allem. Die 2 X. Und Burgs, Chicken freut sich erstmal. Und dann war das eine Falle. Ja. Mir werden grüne Spinnen entgegengeworfen. Oh, da ist eine Person. Oh, ich bin so glücklich, dass ich damals vor der Türe stehen geblieben bin, anstatt sofort reinzurennen. Da ist der Bruder der Schwester. Bruder der Schwester! Wir haben dich endlich gefunden! Keinen guten Job gemacht, den Stein zu bewachen. Hm. Alles, was bewacht wird, wird gestohlen. Nee. Das starb jetzt Stein. Hat euch der alte Butler hier zu mir runtergeschickt? Das sieht ihm ähnlich. Ich wusste, dass er nicht persönlich kommen würde. Ich hielt den Stein von Lahok in meinen Händen. Meine Gefährtin Jamaya und ich wurden von diesen erbarmungslosen Hasati überfallen. Sie müssen den Stein mitgenommen haben. Als wir den Shadowjumper und seine Schergen hier unten entdeckt hatten, ging Jamaya weg. Sie wollte zur Ruinenstadt, um den Stab der Sterne zu finden und dem Shadowjumper Einhalt zu gebieten. Ihr solltet ihr helfen. Sie ist klug und vielleicht weiß sie mehr darüber, wie der Shadowjumper aufzuhalten ist. Hat euch der alte Butler hier zu mir runtergeschickt? Butler? Zu dem Butler in Gothic? Ja. Die waren also Stabelstern. Ja, sorry, aber der Stabelstern ist von meinem Shadowjumper. Ich könnte ihn nicht mehr finden.
Ja. Ich hab vorhin einen Stab gefunden, ich mein Schwert, das noch Stichschaden schützt. Schaden reflektiert auch noch. Komische Werte, ey. Naja, der Bruder der Schwester ist in Sicherheit. Ja, zu schade, dass wir niemals wieder zur Schwester zurückkehren werden, um ihr zu sagen, ey, dein Bruder lebt noch. Ja. Ich würde das nie erfahren. Oh. Das Ablenken sorgen. Und Geld gesammelt. Wand. Ja, sieht schon nach dem Ausgang aus. Oh. Na, wo werden wir jetzt landen? Gute Frage. Marsch der Gefrorenen. Das klingt nicht so einladend. Ich höre wieder Frösche, wir sind im Sumpf. Ach, ey. Ja, ja. Wie ist der Citarix? Citarix. Versuchen schon mal den Wald. Hey, was ist ein bescheuerter Name? Könnt ihr euch umbenennen? Hm. Wir sind die Unheiligen, die finstern und dunklen Diener des Herrn des Todes, seiner Majestät Fürst Citatrix. Aus den Tiefen des Todesberges begeben wir uns hinab in die Sümpfe der Lebenden und saugen die Lebenskraft der jämmerlichen Kreaturen ab, die noch nicht die kalte Hand des Todes gespürt haben. Und da rennt direkt Snape erstmal weg. Ich will nicht ausgesaugt werden. Tschüss. Flieht nur. Am Ende müssen sich doch alle Citatrix unterwerfen, der über das Lebensende herrscht. Also im Grunde Hades. Können wir ihm dann auch die Haare auspusten? Die dunklen Akolyten sind seine Statthalter und treuen Diener, seine aus dem Tod geborenen Kinder. Wir warten tief im Dunkeln. Kommt, wir warten auf euch. Okay. Oh, hier ist ein Käfig. So ein Grund ist hier ein Käfig für Menschen. Ein Käfig? Ja, zwischen den Mannertränken. Ein großer Käfig. Ups. Hey, bald. Das ist ein interessanter Helm. Leider braucht er viel Stärke. Wütende Kampf und Naturzauber. Hier ist ein Punkt. Ficken hat den Käfig kaputt gemacht, nur weil sie dagegen gelaufen ist. Hm. Oh. Oh, Ding vor solche... Das war immer das Wort. Ich hab den Käfig dahin schmelzen lassen. Hör ich da Zombies? Flash? Was? Flash? Flash-Render. Rendern die Fleisch. Ja, wir rendern Videos und die rendern Fleisch. Hm. Ah, Ruhe. Oh mein Gott. Oh! Ein Zombie-Bär. Bose. Ich konnte dich auch mal beschwören. Aber du bist mittlerweile zu schwach. Naja. Wir waren Bohr und war Kisten gefunden, Fässer gefunden. Ja, Chicken auch. Ich muss ziemlich weit vorgelaufen. Ich folge einfach nur dem Weg. Und bin über einen Zombie-Bär gestolpert. Ja, den kenne ich aus meinem Einspieler. Oh, hier sind weitere Fässer. Eine weitere Truhe. Oh, hier ist wieder ein Dislokator. Oh, der Truhe. Und Menschen! Yep. Wildes Citatrix. Hallo Menschen. Yep, das Wächter ist das Kack.
Oh nein. Nehmt euch in Acht, kleiner Mensch. Der Sumpf ist voller schrecklicher Bestien. Die meisten sind schon tot und am verrotten. Ah, der ist Jailian. Ein Zerstörer. So schon gesenkt. Schon. Wow. Nicht so toll, der Stab. Oh, sie wurden gerettet und von den Halbriesen hier aufgezogen. Hey. Megan. Sikatrix, okay. So heißt der Kerl. Ja. Weil er voll sick ist, ey. Kör. Statrix. Also. Interessant, anscheinend sind die Eltern der Person, die uns ihr Haus als Skihütte vermietet hat, hier auch vorbeigekommen. Interessant. Das soll uns nicht interessieren. Sind nicht unsere Eltern. Gut, das. Au. Wir sollen untote Kreaturen zähmen. Ich hoffe, mit zähmen meinst du töten. Heiler Tass. Ja, ah, du bist ein Händler. Na, ah, ihr besucht Tass, weil ihr Heilkunst in Anspruch nehmen wollt. Stimmt's? Gut, gut. Kommt herein und ich zeige euch meine Ware. Heiltränke, Zauber und natürlich Talismane. Nur herein, seid nicht so schüchtern. Ah, wir sind doch schüchtern. Na, was haben wir denn da? Abenteurer, was? Ach, es wird auch Zeit, dass jemand mal den Mut aufbringt, um Sikatrix. Seid gegrüßt, wenn ihr Waffen oder Reparaturen benötigt, dann seid ihr an Achas Schmied genau an der richtigen Stelle. Hier kann ich alle Schäden an Klingen oder Helmen beheben. Jede Rüstung, Unform und alles mit ungemein mächtigen Zaubersprüchen versehen. Tretet näher, kleiner Freund, tretet näher und seht, was ich anzubieten habe. Okay. Meine Schwester Megan und ich sind die einzigen Überlebenden einer gescheiterten Handelsexpedition. Und Wim. Als wir noch sehr jung waren, wurde unsere Karawane... seht euch meine Tragsarm. Hervorragende Tiere, nicht wahr? Es stimmt, sie strahlen einen gewissen Geruch aus, doch der hält Stechfliegen und gefährliche Insekten in Schach. Ha! Die würde ich euch liebend gerne verkaufen, doch habe ich sie beide einem Freund versprochen, der sie in wenigen Tagen abholen wird. Oh, wir dürfen keine... Meine Schwester Nina und ich sind die einzigen Überlebenden einer gescheiterten Handelsexpedition. So, als wir noch sehr jung waren, wurde unsere Karawane einschließlich unserer lieben Eltern bei einem Überfall getötet. Die Halbriesen retteten uns und zogen uns wie ihre Kinder auf. Meine Schwester hat das Herz eines Abenteurers, ich jedoch nicht. Ich bleibe hier beim großen Volk. Viel Glück! Okay, war schön beim großen Volk. Seid gegrüßt, Fremder, und willkommen. Euresgleichen wurde hier seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Vor vielen Jahren waren zwei Abenteurer aus Ahok dem Volk dieses Landes von großer Hilfe. Waren sie vielleicht mit euch verwandt? Ihr seht ihnen ähnlich. Wie dem auch sei, wir sind Händler aus dem weit entfernten Arana. Und obgleich wir groß sind, sind wir nur gering an Zahl. Ich muss euch warnen. Der vor uns liegende Sumpf ist das Reich von Sikatrix, dem Fürst der Untoten. Er ist verseucht mit allerlei verdorbenen Wiedergängern und Gespenstern, die willenlos nach seiner Pfeife tanzen. Wir sind nicht mit den Leuten verwandt, die vorbeigekommen sind. Am Rande des Sumpfes liegt ein hoher Berg.
Ein Berg der Toten, der nicht so hoch ansteigt, wie er sich hinabwindet. Von dort aus lenkt Fürst Cicatrix seine Legionen der Toten. Tag und Nacht plagen uns seine finsteren Akolyten. Wir wären euch zu größten Dank verpflichtet, wenn ihr diese widerwärtigen Kreaturen zähmen könntet, die uns vom Handel mit unseren Freunden, den Utreern. Ja gut, ich will halt den Untoten für euch. Nicht gut sagen wir euch. Blitz. Magna-Golem. Magma-Golem schon. Drachenfeuer. Ah, wenn ich das ausziehe, kann ich mein... Oh, wie dumm. Ja. Eine Aufgabe. Findest du ihre Akolyten ausschalten? Was ist das für ein Zirkator da oben? Für das hin. Also, verstecktes Bösenwicht. Höhle des Zirkators. Kann ich mich vorhin stellen, dass ich zum Feuer gucke? Ich möchte meine Fleischkeule essen. Ja. Warte mal, da ist noch eine Person an der Brücke. What? Yep. Colin bewachen. Ich beneide euch nicht, wenn ihr den Weg durch die Marsch in Angriff nehmt. Wenn die untoten Scharen von Cicatrix euch nicht töten, dann erledigt dies vielleicht der Sumpf. Passt auf, wo ihr hintretet und seid auf der Hut vor Schlagtümpeln und Treibsand. Ich kann so, wir haben schon genug Erfahrung mit Sümpfen. Was daran? Nee, nicht daran, ne? Aus Königreich Eb und der Halbinsel. Ja. Wir wollen jetzt gerade für zu der Höhle von Cicatrix. Aber Treibsand ist deine Schwäche, wenn ich so an Modded Minecraft denke. Oh je, nur nicht lustig daran. Na gut. Hey, wir haben beide selben Schild. Yay. Also vom Design her selben Schild. Oh, gut, genießen wir erstmal eine Keule, bis es weiter ging, geht in den Sumpf. Ja, erstmal eine kleine Pause, eine Stärkung, bevor wir uns den Berg in Angriff nehmen, der erwähnt wurde, den wir jetzt besteigen müssen. Oh, das wird sicherlich ein langer Aufstieg werden, also erstmal eine kleine Stärkung. Ja, also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Es ist schon wieder kleine Freinacht, wenn wir weiter den Shadow Jumper verfolgen, uns aber erstmal um diesen Cicatrix kümmern, dessen dunklen Akolyten hier Unwesen treiben, Schrecken und irgendwas und anderes noch verbreiten. Ja, also den Unkot vertreiben. Der kleinen Handelskarawane. Wie nennt sich das hier? Händlerlager, sorry. Mhm. Diesem kleinen Händlerlager der Halbriesen und den beiden adoptierten Töchtern. Ja. Also helfen werden. Denn wir haben Drang, immer Leute zu helfen und zu retten. Wir können nicht mal weggucken. Ja, vor allem, wenn wir dafür genug Geld kriegen. Dann haben wir es zum nächsten Mal. Also bis dann, ciao.